Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3 auf der PlayStation 2. Ach ja. Wie funktioniert denn dieses Kameradingsbums? Oh, wie schade. Autsch! Hey, Ratchet, was gibt's? Hallo, Skid. Können wir mit Sascha reden? Sascha und Quark treffen sich mit dem Präsidenten. Sie haben mir das Schiff überlassen. Was? Ich meine, ach so, und ist er da? Hat Mittagspause. Helga? In der Sauna. Und was ist mit Quarks Affe? Sag Sascha einfach, dass Clank und ich einer Spur auf den Obani-Mond nachgehen. Die Obani-Monde? Klingt, als könntet ihr etwas Hilfe gebrauchen. Ich pack mein Zeug und treff euch da. Nein. Na toll. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir dort nicht hinfliegen werden. Wir haben zwei Möglichkeiten. Und ich hätte fast gesagt, wir gehen zuerst zu Zerstöre deine Welt. Doch, da fahren wir zuerst hin. Fahren. Ja, wir fahren dann mal mit unserer Rakete. Ja, genau, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Einmal müssen wir die nette Courtney treffen und einmal hätten wir die Obani-Monde. Ich hätte gesagt, Courtney. Ja? Keine Cutscene. Und da ist auch schon der Lauf, den wir machen müssen. Dann machen wir doch den. Und es geht gleich wieder heiß her. Einfach ein bisschen ausweichen, das ist nicht schwer. Dann werden wir noch viel mehr sehen von dem netten Kurs, der uns hoffentlich nicht zerwurst. Lassen wir das. Mit dem Reim und fangen lieber an zu climben. Gangster Rapper. Oh, da brauchen wir jetzt mal irgendeine Waffe. Und das hat auch schon gereicht. Wunderbar. Das ist voll die Verschwendung gerade gewesen. Egal. Das läuft schneller als gedacht. Schneller als gedacht, besser als gedacht. Lohnen sich die Kisten? Nein, die lohnen sich nicht wirklich. Oh, Ninjas. Mit Ninjas ist nicht zu spaßen. Na, es hat gereicht von der Explosion her. Und wo geht's hin? Au. Oh, die Treppen gehen wohl nicht. Und drüber. Und wir sind schon durch. Okay, solche Läufe können wir noch ein paar mehr machen. Ah, das war's noch nicht. Das wusste ich. Na? Au. Komm schon. Ich kann gar nicht so schnell die Bomben werfen, wie der mich angreift. Also nicht, das hat echt nichts mit der Inkompetenz zu tun. Ich kann einfach die Bomben nicht schneller schmeißen. Okay, jetzt brauchen wir einen Plan B. Ein Plan B, der auch in der Luft funktioniert. Oder kurz warten. Und boom. Das war voll easy. Oder? Das war doch easy. Meine Damen und Herren, Applaus für Ratchet und Clank. Sie erhalten eine seltene Erstausgabe des Quark-Videospiels und den Preis überreicht. Die unglaubliche, unvergleichliche und talentierte Courtney Gears. Wenn wir es richtig anstellen, bringt sie uns zu Dr. Nefarius. Also lass lieber mich reden. Es ist Ihnen eine Ehre, mich zu treffen. Ich meine mir, Sie zu treffen, Miss Gears. Hi. Ei, ei, live siehst du sogar noch besser aus als in Holovision, Agent Clank. Ich habe auch ein paar Geheimnisse, die du undercover ermitteln könntest. Ich werde ihr Anliegen an die Behörden weitergeben. Oh, Agent Clank, du kannst wirklich mit Frauen umgehen. Weißt du, ich würde alles tun, um in einem deiner Filme mitzumachen. Das ließe sich machen, Miss Gears. Wenn Sie uns Informationen über Dr. Nefarius' Aufenthaltsort geben könnten. Dr. Nefarius? Ihr habt euch erkundigt, was? Tja, besorgt mir die Rolle. Dann sage ich euch, was ihr wollt. Bestens.
Wir sehen uns in den Holostar-Studios. Na, da haben wir wohl auch noch was vor. Aber wenn wir schon mal hier sind, haben wir den Kampf nicht schon mal gemacht? Ah, wir haben den Kampf gemacht und ich habe schrecklich versagt. Da war was. Tun wir mal so, als ob ich nichts gesagt hätte. Aber mittlerweile haben wir ja deutlich stärkere Waffen. Und auch noch eine Panzerung. Das heißt, es ist nicht so schlechteste Chancen, dass wir gewinnen könnten. Das war mit dem Timing nichts. Feuer! Nein! Ah, doch, hat trotzdem noch geholfen. Und hat auch noch funktioniert. Wunderbar. Jetzt können wir ja wieder auf unsere Scharfschützengewehr gehen. Ach, Nummer 1 ist schon besiegt. Ja, als ob. Ich hatte Schwierigkeiten. Na gut, ich hatte die Waffe nicht. So fair muss man schon sein. Ja, das kriegen wir hin. Kaufen wir einmal die Munition und noch 2 Minuten. Ja, das ist kein Problem. Ja, dann verschwind mal. Und wenn du deine Einleitungsanimation machst, zerlege ich dich mal kurz. Das ist schon ein bisschen unfair, was ich da mache, oder? Ah, ich hätte vielleicht meine Lahmarschwaffe früher einsetzen sollen. Achso, du bist schon down. Oh, das Flugsgewehr ist dadurch ja wieder voll. Okay, ich habe mir schwieriger vorgestellt. Aber hey, wir kriegen hier echt gut Geld. Waffenwirbel. Ja, was könnte man denn sonst noch probieren? Ich meine, wollen wir lieber in der Kampfarena unterwegs sein oder lieber einen Parcours machen? Komm, wir machen Knusper. Ach nee, es gibt ja nur 2000. Okay. Egal, muss auch mal gemacht werden. Das hat ja gut geklappt. Gut. Dann können wir ja immer noch einen anderen Kurs auswählen. Der Entenzähler. Oh, das heißt, wir sind auch wieder auf Zeit begrenzt, aber das ist, wir können es ja mal probieren. Zur Schläferrunde. Hoffentlich kann der Lombax die Luft anhalten. Na, hoffentlich. Wir haben also, wie gesagt, begrenzt Zeit und müssen daher möglichst schnell die Gegner besiegen. Ich sehe nur ehrlich gesagt nicht die Zeit. Oh, bisher läuft's doch gut, oder? Na, kommt. Hier geht's jetzt definitiv nicht ums Munitionssparen. Ich muss gucken, dass ich die Gegner möglichst schnell kaputt kriege. Egal, ob es dann zusätzlich Munition kostet oder nicht. Na, kommt. Alle her mit euch. Alle her mit euch. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel Zeit ich habe. Weil das müsste ja eigentlich zeitlich begrenzt sein, oder? Ich ziehe jetzt eine Kartennummer aus dem Hut. Na, kommt, down mit euch. War's das? Er bekommt echt was ab. Perfekt. Und nur mit einer Waffe. Gut. Was machen wir denn sonst noch? Also ich nutze das jetzt einfach mal, um ein bisschen Geld zu verdienen. Waffenwirbel. Dies ist die Wechselrunde. Auf mein Signal werden die Waffen gewechselt. Ist auch mal eine nette Sache. Das heißt, wir haben eine vorgegebene Waffe. Und sobald die leer ist, wird gewechselt, beziehungsweise nach einer gewissen Zeit wird gewechselt. Nachteil, ich kriege natürlich auch meine Schrottwaffen. So wie die hier. Aber so wird die wenigstens mal... Oh, ich merke gerade, ich kann nicht mal den Omnischlüssel verwenden. So. Oh, ganze 8 Schuss nur. Das ist ein bisschen wenig. Die wiederum macht mehr Spaß. Das war schade wiederum. Aber dafür habe ich jetzt meine wunderbare Lava-Pistole wieder. Oh,
noch 16 Runden und ich habe nicht mehr so viele Leben. Ich habe Mist gebaut, würde ich mal behaupten. Na, komm mal her. Ich würde die Waffe gern noch ein bisschen behalten. Die ist gut. Ich mag sie. Ich mag sie sehr. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Oh, Flugsgewehr. Und weg. Und weg. Jede meine Waffe habe ich einen Waffenschein. Für jede einzelne davon. Na, kommt her. Wenn ihr euch noch traut. Oh, die macht so wenig Schaden. Oh nein, ich habe wieder meine Schrottpistole. Ich meine, es ist ja nett, aber ich lasse mal die ganze Zeit aktiv. Damit ich sie möglichst schnell leer hab. Ja, bin bereit. Oh oh, wo kam der Schaden her? Es sind noch ein paar Runden, das ist das Gefährliche. Das freue ich mich auch. Oh, meine Waffe ist leer. Wow. Sieh dir diese fiesen Augen an. Vielleicht einen Blick drauf. Komm, geht down. Nein. Flugsgewehr. Okay. Das zielt halt nur nicht von alleine. Das muss ich zumindest mal ganz grob hinhalten. Oh, das ist jetzt mies. Dafür ist die jetzt wiederum gut. Die braucht allerdings eine Weile, bis sie nachzündet. Wo habe ich ihn jetzt hingeschossen? Oh nein, Schrottwaffe. Zeit für eine Überraschung. Oh nee. Ja, das stimmt. Ja, oh nein, das Flugsgewehr. Damit kann ich jetzt ja richtig viel anfangen. Letzte Runde. Nicht in die Lava fallen. Oh, oh nein, noch zwei Lebenspunkte. Hier ballern dann einfach. Vielleicht kriege ich ja meine wunderbaren Geschütztürme. Ich bin tot. In der letzten Runde. Das hätte doch jetzt nicht sein müssen. Aber dann machen wir doch mal das Saugkanonending. Ja, und das ist auch das Wichtige, hier natürlich genügend Munition zu haben. Und nicht nachher alles eingesaugt zu haben, außer die Kerle, die ich abschießen soll. Nee, nicht alles ein. Also, dass hier kein Gegner mehr ist, den ich einsaugen kann. Oh, Upgrade. Und damit können wir mehr einsaugen, wie man gerade gemerkt hat, ging nämlich die Kapazität hoch. Wunderbar, ein Schuss. Hast du das gesehen? Das war spitze. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die miesen Gegner. Oh, oh, überlebt. Na, drüber geballert, das ist nicht gut. Dann zerschießen wir hier mal alles und saugen wieder ein. Wie viele Runden? 6 Stück müssen wir, okay. Also Leute, Zeit für die Auslosung. Ich ziehe jetzt eine Kartennummer aus dem Hut. Ach, die haben jetzt eine Rüstung an. Deswegen brauchen die 2 Schuss. Okay, zerschießen wir alles. Einmal bitte einsaugen. Naja, komm. Okay, Runde 4 von 6. Ja, das ist noch nicht ganz voll.
Jetzt sind wir voll. Der Kleine muss ganz schön was einstecken. Ich hatte echt Schaden gekriegt. Jetzt hat. So, ich hoffe, ich habe alle Gegner, genau. Jetzt muss ich nur noch die zwei einsammeln. War der eigentliche Plan, doch dann ist aus dem Plan nichts geworden. Habe ich jetzt alles? Au. Okay, das muss jetzt sitzen. Wir haben ja noch ein paar Schuss. Okay, perfekt. Nein, ich wollte... Ob ich wohl was weiß. Okay, einsammeln. Ah, okay, das war's schon gewesen. Okay, dann hätten wir das wenigstens auch geschafft. Wobei, ich glaube, jetzt haben wir genug gemacht. Scorpio haben wir ja auch schon besiegt. Das ist ja jetzt easy. Wobei, der gibt gut Geld. Was gibt... Oh, 15.000. Unantastbar. Nee, das machen wir nicht. Das wird sehr frustrierend. Nee, ich denke, wir haben jetzt mal genug gesammelt. Stimmt. Wie sieht es denn eigentlich shopmäßig aus? Noch nicht genug. Okay. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich denke, das war jetzt aber auch mal eine nette Abwechslung, mal hier ein bisschen bei Zerstöre deine Welt weiterzumachen. Ging es lang genug. Also, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Ratchet sieht ganz leicht niedergeschlagen aus. Aber schöne Musik.